Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Oh, ich laufe mit. Du bist zu lahm. Du bist zu lahm. Krieg ich wohl einen guten Bürgerbonus oder was das damals war, wenn ich den jetzt haue? Ne, der Kopf ist gleich weg. Show me what you got. Toll, jetzt ist der. Oh, look here, gun. Natürlich. You're an agent of the man. Ja, ich bin der Agent of the Man. Aber ist klar, ne? Die Polizei darf den verfolgen, aber sobald ich mich da irgendwie zwischenwerfe, kommt sofort ein Fahndungsstern. Naja, als erstes holen wir uns jetzt mal eine kugelsichere Weste und gehen mal zum Friseur. Könnte, glaube ich, nicht schaden. Nach, keine Ahnung, 11, 12 Spielstunden. Wir haben ja fast immer noch dieselbe Frisur. Ah, fuck. Scheiß Hippie. Lern Auto fahren. Ah, die Karre lassen wir mal stehen. Nicht nur, weil das Hippie-Radio irgendwie ekelhaft ist. So, jetzt gehen wir erst hier in den Gunshop. Ammunition. Munition haben wir noch genug. All top quality pieces. Einmal eine kugelsichere Weste. Danke, der Herr. Für die Mission bei Woozy ist das nämlich gar nicht mal schlecht. There are cultists everywhere, friend. Friend. Entschuldigung, hab aufgestoßen. So, und noch einmal zum Barbershop. Zum Friseur. Da hat er's. The Barber Pole. Was da drauf stand. Yo. Was hast du denn so schönes alles? Blonde Afro. Was denn der Grove-Schnitt? Nein! Oh. Cäsar-Frisur. Nee, ich will mal den Grove-Schnitt sehen. Real fly, dude. Passt. Real fly. Nix Auffälliges, ganz normal. Let your nodes radiate, friend. Ciao. Klamotten kaufen könnten wir auch mal machen, aber nee, mir ist das Geld aktuell noch zu schade. Das können wir machen, wenn wir eine bessere Geldquelle haben. Und das kriegen wir erst später. Tschüss, danke fürs Motorrad. Ich wäre dafür, fahren wir jetzt erst. Ja komm, wir riskieren es mal und fahren sofort zu Woozy. Auch wenn ich das Risiko eingehe, zu sterben oder sonst was zu machen. Weil neu laden kann ich nicht, weil dann alles weg wäre wieder. Gut wäre es, wenn ich sterbe auch, also. Naja, müssen wir gucken. Schon wieder so ein pinkes Motorrad. Ach ja. Ja, jetzt bekommt nämlich eigentlich nur noch der Woozy-Missionsstrang hier in San Fierro. Ich glaube, ich meine, es käme noch was mit dem Autohaus, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Dafür kenne ich das Spiel nicht gut genug. Im Vergleich zu anderen GTAs. So, da ist das Büro von Woozy. Und wir machen weiter mit Ranfar Lee. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Chuck Fu. Ranfar Lee. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. Huh? He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support.
Der Kerl grunzt wie ein Schwein. Und sein komischer Dolmetscher, der sieht mir auch so ein bisschen umgekehrt aus. Aber naja. Hol das Auto aus der Flughafen-Tiefgarage ab. Machen wir. Wow. Junge, da hast du aber Glück gehabt, du. Sonst wäre ich aber runtergestiegen. So, wir müssen zum Flughafen und ein Paket für den guten Randfahrlieder abholen. Ich glaube, den begegnen wir hinterher auch nochmal. Oder sogar in dem Uzi-Missionsstrang mehrmals. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt das wieder gut Geld. Hihi. Nein, lassen wir das. Ja, es gibt gut Geld. Und das brauchen wir aktuell, weil wir noch sehr viele... Weil zwei teure Immobilien kaufen müssen. Im Verlauf der Story. Verdammt. Ich bin bei den Docks und nicht bei... beim Airport. Ja, doch, ich muss noch ein bisschen weiter geradeaus. So, dann links. Und da sind wir auch schon. Ich muss euch nicht sagen... Ach verdammt, da kommen wir noch nicht durch. Ich muss euch nicht sagen, dass das hier auch wieder in einem Hinterhalt enden wird. Wie jede einfache Kuriermission. Auf den Flughafen kommen wir so einfach noch nicht, weil wir dafür den Flugschein brauchen. Und den kriegen wir, wer hätte es gedacht, nur mit der Flugschule. Und die kommt ja erst noch später. Nee, einmal muss ich noch eine Etage weiter... Da ist es. Schönes kleines rotes Auto. Und zack. Das ist der Hinterhalt. Die Da Nang Boys bewachen die Ausgänge. So. Jetzt werden wir mal ganz schnell versuchen hier abzuhauen. Auch wenn ich gerade, glaube ich, richtig falsch fahre. Jo, das war clever. Das war richtig clever. Naja. Ich lasse das mal unkommentiert. Diese Aktion spricht von sich für sich selber. Sagst du. Das hat's gebracht. Das hat's richtig gebracht. Das hat's auch nicht gebracht. Ah, jetzt bin ich in Sichtweite. So. Die hätten wir. Wo müssen wir das Ding eigentlich hinbringen? Ah, in eine Garage, nicht zu Woozy. Wo ist diese Garage denn? Na, war klar. War es doch jetzt doch nicht. Das könnt ihr mir doch jetzt nicht erzählen, Freunde. Nehmen wir mal das hier. Ja, doch, wir nehmen die Strecke. Ist auf jeden Fall die einfachste. Ja, ich wusste doch, dass sie da noch auf uns warten. Oh, verdammt. Yo. Ich war das nicht. Das waren die Nang Chang Boys.
Ich sehe schon, komm, ich habe richtig gleich Probleme, das Auto heile zu behalten. Aber bis jetzt klappt es ja eigentlich ganz gut. So. Ah! Ich habe einen Schuss gesehen. Hilfe! Schneller als du. Das Handling des Autos ist gut. Das Handling ist wirklich gut. Also man kann da ganz schnell die Richtung ändern. Das ist wirklich gut. Ey, der Song, der gerade im Auto läuft, war mal bei irgendeinem American Pie Teil. Ich weiß gerade nicht, beim zweiten Jet, glaube ich gerade. Spaß beim Drehen. Natürlich kommt da dann noch die Polente raus. Geschafft. $6,000, sauber. Einfach schnell verdientes Geld. Jetzt brauche ich nur ein Auto. Na ne, unsere Rüstung können wir in diesen Läden nicht aufheilen. You okay? I hope not. So. Ich würde mal sagen, erst geht's wieder zurück zur Garage, bevor wir wieder zu Woozy fahren. So, ach, ich bin eigentlich in der ganz falschen Richtung. Egal, gucken wir uns doch wieder ein bisschen mal die Stadt an. Was wir in der letzten Folge überhaupt nicht gemacht haben, solange wie wir schon in San Fierro sind. Ich bin aber echt gespannt, wie lange ich für das Spiel brauchen werde, weil ich mache ja jetzt schon nicht großartig viel. Halt die Story, aber alleine wie lange die schon dauert im Vergleich zu den anderen GTAs. Way, $18, Irrsinn-Stunt. Nee, ich speichere erst, das ist mir zu risikoreich, wenn ich jetzt noch eine Mission mache, weil ich die Mission bei Woozy nicht mehr genau im Kopf habe. Ich weiß ungefähr, mit welcher Mission es endet. Aber halt nicht, wann was dazwischen noch alles kommt. Boah, du bist doch wahnsinnig, Kollege. So. Steigen wir jetzt mal ab. Hey, ein Anruf. Big! Catalina, is that you again? Ach ja, die gibt's ja auch noch. Unsere werte Ex, die uns einfach zwischendurch mal wieder, immer wieder anruft. Die wird uns auch noch häufiger anrufen im Verlauf der Story, glaube ich. Halt, weil sie immer noch meint, ja, wir sind ja so eifersüchtig auf ihren stummen Freund. Naja, wir wissen ja, wie die Story um Catalina und ihrem Freund ausgeht. Wer es nicht weiß, guckt euch mein GTA 3 Let's Play an. Es war auch ein bisschen paradox, dass die Story von GTA 3 nach GTA San Andreas spielt, aber diese ganze Spanne der GTAs ist halt ein bisschen verschoben. Aber ergeben alle zusammen eine wunderbare Story. In einem wunderbaren Universum. So. Ach, da ist das ja. Gut. Dann weiter geht's mit Lure. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ja, sauber, wir dürfen ihm jetzt helfen. Ja, das machen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn wir Mr. Farley, also den Ran Farley, eskortieren dürfen oder halt den Lockvogel spielen. Bis dahin, tschüss.